Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal nicht Minecraft, sondern Final Fantasy 14. Ich war jetzt die letzten paar Monate, ich glaube 3, 4 Monate waren es jetzt, weil ich jetzt kein Video mehr hochgeladen habe. Ja, man kann sagen, wie man es will. Theoretisch, ich weiß nicht, wie der Algorithmus mich jetzt sieht und so, aber wir werden es sehen. Kommen wir aber jetzt mal kurz zu dem Thema, was in dieser Folge passiert, weil es erfordert ein klein wenig Vorerklärung, und zwar habe ich gerade die Dailies gemacht in Final Fantasy, und zwar Final Fantasy Dailies sind hier diese Zufallsinhalte. Und da machen wir jetzt verschiedene Sachen, für die jetzt nicht genau wissen, was Final Fantasy ist, also was ich jetzt mit manchen Begriffen halt teilweise meine. An sich, ich dachte mir, okay, ja, kannst du schnell machen, so. Ist jetzt kein großer Deal, da schnell 1, 2 Dungeons runterzumachen. Habe ich auch in 3 Stunden geschafft, was für die Dailies eigentlich im Schnitt eigentlich ja eine normale Zeit ist. Und ja, ich habe dann bei einem der Dailies habe ich dann wirklich einen Trupp gekriegt, wo ich wirklich dachte, ja, wie? Wie kann man so schlecht sein? Also jetzt nicht im Sinne von schlecht, dass man weiß jetzt nicht, wie der Dungeon funktioniert. Ich meine eher im Sinne von schlecht, dass die halt überhaupt nicht wussten, wie ein Dungeon überhaupt funktioniert, beziehungsweise was die machen mussten. Aber was genau passiert ist, werdet ihr jetzt dann gleich in dem Streamerschnitt sehen. Der geht so, ja, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob ich da was rausschneiden werde, aber das werden wir dann schon sehen. Also, viel Spaß. Okay. Was ist der hier? Warte, habe ich den schon mal? Ja, okay, ja. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil mit der gerade überhaupt gar nicht bekannt vorkam. Hier ist kein Ball mit drin. Sehe ich ehrlich eigentlich am selten, jetzt bin ich auch bei Tobias, sehe ich eigentlich eher selten in einem Dungeon. Sehe ich selten im Bad mit mir im Dungeon. Schönen Tag dazu noch. Gil in den Dungeons. Und ehrlich, das fand ich eigentlich immer recht angenehm, wenn man noch ein bisschen Gil nebenbei. Und dann kriegt das war zwar nie so überragend. Ja, das war ich schon mal was Angenehmes. Muss man den jetzt da sehen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal einfach mal. Holy! Messe dir, Astrologe? Du bist zwar einer der stärksten Heiler, aber danke. Nein, okay. Wirklich. Man sieht wieder, der Healer ist wirklich, wirklich einfach ein Top von dir. Ich dachte, okay, ja, ich kann ein bisschen mehr pullen. Nein, bei denen kann ich nicht mehr pullen. Also der Healer, der läuft auch ein bisschen. Ja, man kann mal jetzt nicht so mal sein, aber normalerweise eigentlich so, dass ich selten über die Hälfte meiner HP komme, wenn der Healer aufmerksam ist. Bin ich jetzt schon wieder fast down. Ich habe 3, 4 Gegner an mir. Was man als Tank eigentlich schon wirklich top. Top von dir, mein Freund. Wirklich, mir fehlen bei ihm die Worte. Mir fehlen natürlich die Worte, ey. Ich habe zwar selbst Teiltränke, aber es ist nicht so, jetzt innerhalb von einer Sekunde hinkommen. Weil ich dachte mal, okay, ja, du bist ein cooler Spieler. Aber nee, anscheinend kriegt der nichts auf die Reihe. Jetzt wirklich, es ist nicht böse gemeint, aber es lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Seine Leistung. Ads killen haben wir auch noch nie was gehört. Hallo, macht doch mal jemand die Ads. Was die Ads machen, ey? Was ist das für ein Trupp, mit dem ich hier bin? Ich hatte schon viele nicht so gute Trupps, aber der hier, der Trupp, jetzt will ich gerade alles. Die Ads, die sollte man doch eigentlich machen. So, ey, Gott sei Dank, ey. Ich bin ehrlich, es ist. Und hier bringt es nichts, wenn du vorrennst. Hier bringt es nichts anderes außer dem Tod. Ehrlich, bei dem hier, jetzt pull ich jetzt ehrlich nicht mehr. Man muss natürlich schon ein bisschen sich auf den Trupp anpassen, bei so einem Trupp. Es ist ein chaotischer Trupp. Man merkt, das ist halt ein reiner
Neulingsgruppe ist. Naja, stimmt. Da war ja noch was. Der Bade ist mir ein bisschen zu voreilig. Den würde ich am liebsten mal verrecken lassen. Es ist schon wieder einer draufgegangen. Selbst das verkackt er fast eine Arena-Attacke. Wenn die einsetzen, wenn das sind, um es zu checken, dass die da angreifen müssen. Mach noch mal die Ads. Bruh. Also so einen hatte ich jetzt auch noch nie mit dabei. Einer, der sich direkt zurück zum Anfang lädt. Der einzige, der noch lebt, chillig. Scheiße, ich bin hier gerade der, wo hier wahrscheinlich am meisten Erfahrung reingeht. Normalerweise macht er. Denke mal den ersten Angriff. Ich ziehe jetzt mit weit von denen weg. Wie soll es dann erst mein Boss werden, ey? Hilfe! Du brauchst jetzt schon vor dem Kampf. Der erste Kampf ging ja noch halbwegs glimpflich davon. Ich schreibe jetzt dann nach dem Kampf hier jetzt dann zu dem, dass der hier sich ein bisschen auf vielen fokussen soll. Das glaubt schon gleich 10-mal besser, ey. Was ist denn hier passiert? Oh, der ist draufgegangen. Nee, wie schaffe ich ihn? Schaut zwar jetzt nicht in den Bannerhaus. Ja, wir haben ihn sogar. Okay, so nimmst du nochmal den Gang. Nein, mache ich die erste Attacke? Okay. Ich kenne den Kampf nicht auswendig, deswegen habe ich jetzt nichts Genaues, wie ich so einen Kampf schreiben kann. Ich habe mir so grob gesagt, was halt eben sein Job als DPS ist. Was er eigentlich wissen sollte. Und unser Mage ist down. Ja, Mage genau hier. Eigentlich kann ich sterben. Stimmt mal gar nicht. Es läuft gar nicht mal so schlecht jetzt gerade ohne Healer. Problem ist, er hier ist jetzt nicht gerade. Und ich bin jetzt dran. Ich hatte einfach kaum Leben. Was du schon wieder angegriffen hast, ich versuche den ja eigentlich immer generell eher von den anderen wegzuhalten. Sprich, ich ziehe ihn hier nach hinten. Ich dachte jetzt eigentlich am Anfang, es wird halbwegs einfach. Und ich eigentlich vorhin schon eingehen meinen. Und diesmal checken wir das mal und so bewegen müssen. So, dass der nicht auf viel fokust. Oh, und der ist schon wieder draufgegangen. Ich stehe gerade wirklich kurz davor, ein bisschen zu ragen. Es ist wirklich ein schwieriger Trupp. Sagen wir mal so. Ja, das war's. Ich habe es zu spät gesehen. Also, ich habe ihn halt einfach. Ja, ist mir schon klar, dass du es wahrscheinlich nur weißt, aber. Ich hab das halt schon gesehen, dass du gestorben bist. Ist halt einfach so. Er ist halt einfach der hier aus dem Trupp nicht gerade mit der Beste ist. Wegen ihm sind wir jetzt schon mehrmals gestorben. Also er reagiert halt einfach viel zu lang. Man steht halt einfach mal eine Sekunde drauf, bis man so ausweicht und so. Aber was mit der teilweise ist, ist wirklich krass. Jetzt kannst du was werden. Alter, ey, was war das für ein Dungeon? Junge, einfach nur komplette Katastrophe. Ja, das war's jetzt mit diesem Stream-Ausschnitt. Aber all in all, der Dungeon ist ja am Ende noch geglückt. Obwohl wir wirklich, wie häufig bin ich gestorben? 3-4 Mal? Ja, könnte ungefähr hinkommen. Ich habe zwar dort Erklärungen gegeben, wie man den Dungeon macht und so. Ich bin jetzt nicht der Beste, wo etwas erklären kann. Auch so an sich halt eben. Aber ja, an sich, es war eigentlich auch mal eine etwas andere Erfahrung, mal einen Trupp zu kriegen, wo halt wirklich niemand was konnte. Und ich halt mal der Erfahrenste war. Aber ja, dann würde ich sagen, falls ihr gerne mal live mit dabei sein wollt, mein Stream ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja. Falls ihr mehr Final Fantasy Videos sehen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Gebt mir auch gerne ein bisschen Feedback, wie ich so halt diese Stream-Ausschnitte halt gestaltet habe. Also wie euch das so gefällt, so Stream-Ausschnitte zu sehen. Ich vertraue da sehr auf euer Feedback und ja, das nächste Video wird spätestens zu Endwalker kommen. Auf jeden Fall, haut's rein und Servus. Bis zum nächsten Mal.